Brückenkopf, nicht zu verwechseln mit der ersten Römermission des Trojaner-Add-ons, Brückenkopf, versetzt uns ins England des 11. Jahrhunderts. Die Invasion der Wikinger beginnt mit dem Angriff auf Eifel. Anschließend sollen wir den vom grünen Spieler kontrollierten Schwefelberg erobern, warum auch immer die Wikinger plötzlich Schwefel haben wollen, und Vorräte in Form von 200 Broten und 200 Fleisch sammeln, was sich aber dank der vielen Minen der KI praktisch schon selbst erledigen wird. Unser erstes Ziel ist die Eroberung des Hafens. Dieser wird praktisch nicht verteidigt, allerdings müsst ihr auch die Kriegsschiffe in der Bucht zerstören. Mindestens zwei der Schiffe könnt ihr auch mit euren Bogenschützen erreichen und das solltet ihr ausnutzen. Da eure Kriegsschiffe auch Türme angreifen würden, ist es gut möglich, dass es sonst mana-technisch nicht mehr hinhaut. Außerdem könnt ihr so einen Großteil eures Startmanas behalten, wodurch es sich lohnen kann, einen großen Tempel zu rushen. Sobald die Kriegsschiffe zerstört wurden, bekommt ihr 4 weitere Fähren mit 30 Dieben und 6 Gründungskarren. Im westlichen Berg findet ihr Kohle, Eisen und Gold, allerdings sind große Teile der Vorkommen vom Feind oder durch Bäume blockiert. Daher solltet ihr auch den Berg im Nordosten absuchen, wo ihr zusätzlich auch Stein findet. Eure Startvorgaben sind recht großzügig, allerdings startet ihr mit nur 10 Betten. Euer erstes Ziel muss also ein Wohnhaus sein. Falls ihr ein großes wählt, sollte bis zu seiner Fertigstellung kein weiterer Bauauftrag erteilt werden. Um den Siedlerertrag zu maximieren, sollten alle streikenden Siedler vor der Fertigstellung entweder Bauarbeiter, Lanierer, Geologen oder Pioniere geworden sein. Eure Bauwirtschaft könnt ihr durchaus etwas rauszögern, insbesondere wenn ihr die ganzen eroberten Türme abreißt, die ja bei den Trojanern extra teuer sind. Einen Turm müsst ihr natürlich behalten. Welcher das ist, ist eure Entscheidung, es sollte aber keiner von denen in den Bergen sein, die ihr dort nicht viel mit weiteren Türmen arbeiten könnt. Da die KI aber aggressiv den Friedenszauber einsetzt, sind Türme durchaus wichtig, um zumindest einige eurer Soldaten zu schützen. Um den Effekt der trojanischen Zauber zu kompensieren, solltet ihr Gold überproduzieren. Falls ein Turm erobert wird, zerstört ihn lieber mit Axtkämpfern oder Thors Hammer, um die KI nicht zu einem Großangriff zu provozieren. Wenn ihr versuchen wollt, schlauer als das Spiel zu sein, denkt ihr vielleicht an einen S-Turm auf der Insel mit dem Leuchtturm. Dort könnt ihr aber keine Pioniere hinbringen, ohne dass sie sterben. Sobald ihr in die Offensive geht, stoßt nach Westen vor und kämpft euch zum Schwefelberg durch. Wenn ihr nicht gerade wie ich vom Twitch-Chat dazu gezwungen werdet, Schwefelminen zu bauen, die euch euer Fleisch wegfuttern, könntet ihr dann sogar schon gewonnen haben. Ansonsten erobert einfach so lange weiter die feindlichen Minen, bis ihr gewonnen habt.